Heute. Letzter Tabellenplatz gekommen. Ja, meint er? Ey, Rafa, Klappe. Wenn ihr sonntags auch so viel pennt, dann braucht man gottverdammtes Wunder. Da hat sich die Wichs aus Kirchenfinger weg. Nee, hey, tu mir mal dein Mund weg, Kumpel. Was ist denn plötzlich mein Mund weg, hä? Spinnst du? Ich? Hey, Ralf, ich hab den Beamer fürs Verein sein. 100 Euro oder so. Hey. Geil. Ja, klingt gut. Na? Wenn 10 Leute Richtung Tor schießen, sollte man meinen, dass auch mal einer reingeht, ne? Ich weiß ja nicht, ob du die Tage mal kannst. Wir wollten uns ja sowieso noch mal treffen, wegen der Tombola. Also, wenn ich Lose machen soll, dann brauche ich so einen Papierschneider. Das ist so eine Latte mit Messer dran. Ich habe das schon mit der Schere probiert, aber dann wird das irgendwie schief. Aber, obwohl... Genauso machen wir das. Also, bis dann. Auch singen wir ganz in Schweiz, singen wir ganz Haben Sie es hier mit ihm gemacht? Sind Sie taub? Lassen Sie mich Ihnen erklären. Das ist also der See. Er ist 15. Frau Henning, ich kann Ihnen versichern, dass... Ich will von Ihrer verfluchten Scheiße nichts hören. Wie können Sie es wagen, meinen Sohn anzufassen, Sie perverses Schwein? Kommen Sie nicht auf die Idee, ihm jemals wieder auch nur einen Schritt zu nahe zu kommen. Das gilt auch für alle anderen Kinder. Ich will Sie im Verein nie wieder sehen. Sonst schwöre ich Ihnen, ich zeig Sie an. Hi. Endlich. Ja, was ist? Können wir jetzt reingehen? Fuck, ich hab sau Durst. Hast du auch Chips da? Sag,
Was machst du hier? Weißt du, wer mich gerade am Oldtimer überrascht hat? Die Alte soll aufhören, rumzunerven. Weiß sie, dass du hier bist? Bist du blöd? Ich nicht. Kannst du mir mal einen Moment zuhören? Hm. Ich bin Cheftrainer. Willst du dich wieder ein bisschen zoffen, hm? Seit wann bist du so ein Spießer? Das geht nicht mehr, dass du hierher kommst. Du musst gehen. Sofort. Ich meine, ich kann dich noch nach Hause fahren, aber du kannst nicht mehr hierbleiben. Also gar nicht mehr. Nicht mehr nach Hause. Meine Mutter fuckt mich ab. Ich bin abgehauen. Was? Ich habe ihr geschrieben, dass ich sie nie wiedersehen will. Ich will nur bei dir bleiben. Okay. Pack dein Kram zusammen. Ich stell dich so an. Ich hab dich doch lieb. So, dass ich in den Knast komme! Felix schon nach Hause gekommen? Also wenn, dann ruf mich an, ja? Egal wie spät. Danke. Sie haben vielleicht Nerven, hier aufzutauchen. Ich muss mit Ihnen reden. Was gibt's da zu reden? Er war bei mir. Kann ich reinkommen? Nein. Wo ist er? Er saß vor meiner Wohnung. Ich wollte ihn nach Hause bringen, aber er ist mir abgehauen. Verschwinden Sie, bevor ich die Polizei rufe. Bitte, nehmen Sie mir nicht weg. Sie sollten sich mal reden hören. Mama, wie blind sind Sie eigentlich? Mein Sohn ist nicht schwul. Sie wissen doch überhaupt gar nicht, was in Felix vorgeht. Ich bin seine Mutter. Und ich bin kein Perverser. Ich habe ihn zu nichts gezwungen. Er ist ein Kind und Sie haben das ausgenutzt. Wann haben Sie Felix das letzte Mal angeschaut? An seinem 10. Geburtstag? Bettina, lass uns bitte allein. Aber geh bitte. Kommen Sie mit. Vater, das ist alles.
bisschen krank. Sie stehen auf kleine Jungs, ist das nicht so? Kommen Sie. Was soll der Scheiß? Machst du was nie wieder, ja? Spinnst du? Hast du sie angerufen? Komm, fahrt nach Hause. Komm mit, Felix, komm. Komm, gib einen Kuss. Ich will nicht. Was soll der Scheiß? War doch so schön alles. Felix, komm. Felix! Du hast alles kaputt gemacht. Felix! Du Wichser, ich wollte hier nicht mit dir zusammen sein. Nee, das kannst du sich auch verpissen. Felix, mit so einem Scheiß. Letzter Tabellenplatz gekommen. Ja, meint er? Ey, Rafa, Klappe. Wenn ihr sonntags auch so viel pennt, dann braucht man gottverdammtes Wunder. Da hat sich die Wichs aus Kirchenfinger weg. Nee, tu mir mal der Mund weg, Kumpel. Was ist denn plötzlich mein Mund weg, hä? Spinnst du? Ich? Hey, Ralf, ich hab den Beamer fürs Verein sein. 100 Euro oder so. Hey. Geil. Ja, klingt gut.
Na? Wenn 10 Leute Richtung Tor schießen, sollte man meinen, dass auch mal einer reingeht, ne? Ich weiß ja nicht, ob du die Tage mal kannst. Wir wollten uns ja sowieso noch mal treffen, wegen der Tombola. Also, wenn ich lose machen soll, dann brauche ich so einen Papierschneider. Das ist so eine Latte mit Messer drin. Ich habe das schon mit der Schere probiert, aber dann wird das irgendwie schief. Aber, obwohl... Genauso machen wir das. Also, bis dann. Thank you.